Vordergründig steht immer wieder die Karriere im Mittelpunkt, wenn es um überzeugendes Sprechen geht, um wirkungsvolles Auftreten geht. Der Nutzen, der Erfolg in der Kommunikation scheint immer im Mittelpunkt zu stehen. Doch wie ist es eigentlich mit der inneren Empfindung während des Sprechens? Vielleicht erleben Sie das auch ab und zu nach einem Gespräch, nach einem Kundengespräch, nach einer Präsentation, nach einem Ihrer Auftritte. Ja, dann geht Ihnen durch den Kopf, was das gerade war, was Sie gerade geleistet haben. Und dann kreisen Ihre Gedanken vielleicht weniger um Nutzen und Erfolg, als um das Gefühl, das Sie hatten, während Sie gesprochen haben. Der psychologische Effekt, der uns nach einem Leistungsmoment immer wieder das innere Gefühl gibt, ach, es ist schon irgendwie gut gegangen, der hat auch eine Kehrseite. Er kann gut verhindern, dass wir über Verbesserung nachdenken, dass wir darüber nachdenken, wie wir das nächste Mal den einen oder anderen kleinen Aspekt anders gestalten können, noch eine Spur wirkungsvoller gestalten können. Meine heutige Anregung für Sie ist, entwickeln Sie eine Routine nach Ihren Gesprächen, nach Ihren Auftritten für einen kurzen Moment mit sich alleine darüber nachzudenken, was sind denn die am verbesserungswürdigsten kleinen Aspekte in Ihrem Auftreten, in Ihrer Gesprächsführung. Machen Sie sich eine Notiz und entwickeln Sie den nächsten produktiven Schritt. Denken Sie nach, was könnte besser sein, wo hole ich mir Anregungen, was ist genau dieser kleine Punkt, den ich das nächste Mal besser, anders und in erster Linie befriedigender umsetzen will. Arno Fischbacher ist mein Name, Wirtschaftsstimmcoach ist mein Beruf und das, wofür ich brenne, ist, Sie dabei zu unterstützen, dass Ihre Kommunikation immer noch besser gelingt. Ihre Stimme wirkt. Voice sells.